Jedes Jahr kommen 1 Million Besucher nach Stonehenge. Sie alle suchen nach Antworten auf die jahrhundertealten Fragen, die dieses rätselhafte Monument aufwirft. Wer hat es erbaut? Wie wurde es erbaut? Und weshalb? Fragen, die ein Team von Archäologen mit Hightech-Geräten und einem neuen Blickwinkel zu klären versuchen. Als diese Menschen Stonehenge erbaut haben, schufen sie etwas Einzigartiges. Ihr eigenes altertümliches Weltraumprogramm. Die Bedeutung von Stonehenge soll neu definiert werden. Ganz schön viele Knochen. Es geht um die Ewigkeit, die Bedeutung von Leben und Tod. Das ist ein schönes, langes Stück Fibula. Ich schätze, dass hier mindestens 50 Personen begraben sind. Eine vergangene Welt wird zum Leben erweckt. Dies ist eine außergewöhnliche Zeit für Stonehenge. Wir fangen an, es aus einer völlig neuen Perspektive zu verstehen. Majestätisch ruht Stonehenge inmitten der Landschaft, ein Wahrzeichen der Frühgeschichte. Erbaut wurde es in der Steinzeit, noch vor den Pyramiden in Ägypten. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen, doch das Bauwerk bleibt ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Die Steine sind von einem kreisförmigen Wall mit Graben umgeben. Die Tragsteine ragen über 6 Meter in die Höhe und wiegen bis zu 45 Tonnen. Die riesigen Säulen werden von den waagerechten Decksteinen gekrönt. Die großen Kolosse bestehen aus dem hiesigen Sarsenstein, der härter ist als Granit. Trotzdem wurden sie wie Holz bearbeitet und in Form gebracht. Die Trägersteine wurden angeschrägt und mit Zapfen versehen, die perfekt in die Eintiefungen an der Unterseite der Decksteine passen. Die gekrümmten Decksteine waren durch eine Art Nut und Feder verbunden und bildeten einen fast perfekten Kreis. Trotz des leichten Gefälles hat dieser Ring aus Decksteinen fast zentimetergenau die gleiche Höhe. Sarsensteine wurden in Stonehenge am häufigsten verwendet. Doch innerhalb des Rings befinden sich kleinere Steine, die nicht weniger bemerkenswert sind. Geologen haben sie als Blausteine identifiziert, die 240 Kilometer von Wales bis hierher transportiert wurden. Wer hat Stonehenge erbaut? Wie wurde es erbaut? Und weshalb? Diese Fragen beschäftigen die Menschen seit Ewigkeiten. Doch nun hat eine neue Forschungsära begonnen. Eine ganze Schar von Archäologen schwärmt nach Stonehenge. Das Stonehenge Riverside Project wird von Mike Parker Pearson geleitet. Sein Team besteht aus fast 200 Mitarbeitern. Wissenschaftler, Studenten und Spezialisten aus allen Bereichen, vom Astronom bis zum Feldforscher. Wir arbeiten jetzt seit 6 Jahren an diesem Ausgrabungsprojekt, das, wie ich schätze, zu den größten Projekten weltweit zählt. Die Chancen, dass wir die wesentlichen Fragen über Stonehenge beantworten können, stehen gut. Das ist unsere Mission. Die antike Welt, in der Stonehenge entstanden ist, soll rekonstruiert und die Menschen, die es erbaut haben, zu neuem Leben erweckt werden. Die Forscher wollen nicht nur Stonehenge selbst untersuchen, sondern auch die nähere Umgebung. In Stonehenge fanden bereits im vergangenen Jahrhundert großflächige Ausgrabungen statt. Dabei stellte man fest, dass das Monument in mehreren Phasen errichtet worden war. Die prähistorischen Erbauer wählten dafür die hügelige Ebene Salisbury Plain. Um 3000 v. Chr. Errichteten sie einen Graben und einen Erdwall
und hüllten 56 kreisförmig angeordnete Löcher in das Kalkgestein der Ebene. In diesen Löchern steckten wahrscheinlich die Blausteine, die den weiten Weg von Wales bis hierher gebracht wurden. 500 Jahre später wurden die riesigen Sarsensteine aufgestellt. Die Blausteine wurden vom äußeren Kreis entfernt und zwischen den Sarsensteinen angeordnet. Zusätzliche Steine ergänzten das Monument. Später markierten zwei parallele Erdwälle einen langen Prozessionsweg, die Avenue, die sich von Stonehenge bis zum Fluss Avon erstreckte. Bei den Ausgrabungen im letzten Jahrhundert wurde außerdem eine Begräbnisstätte in Stonehenge entdeckt. An die 60 Grabstätten mit menschlichen Überresten wurden hier in den 20er Jahren freigelegt. Viele befanden sich im äußeren Kreis, in den 56 Löchern, den sogenannten Aubrey-Löchern. Allerdings wurde dieser Entdeckung wenig Beachtung geschenkt, da es sich um Überreste aus Feuerbestattungen handelte. Damals wurden keine tollen Schädel mit schimmernden Zähnen ausgegraben. Man fand nur Aschehaufen mit verbrannten Knochenresten. Als Objekte waren sie für die Archäologen uninteressant. Damals war man davon überzeugt, dass sich aus dem Leichenbrand nichts erkennen ließ. An den Überresten zeigte kein einziges Museum in England Interesse. Und deshalb vergrub man die Knochen wieder, 1935, im Aubrey-Loch Nummer 7. Die Annahme, dass Stonehenge wahrscheinlich der größte Friedhof für Feuerbestattungen in der prähistorischen Zeit war, ging einfach unter. Vergraben im 7. Aubrey-Loch, es geriet in Vergessenheit. Die Knochenreste blieben unberührt. Bis heute. Nun will Mike Parker Pearson die Überreste der Toten von Stonehenge erneut ausgraben. Denn er weiß, sie bergen eine Fülle an Informationen. Obwohl die Überreste verbrannt sind, können wir bei genaueren Untersuchungen herausfinden, wie alt die Menschen ungefähr geworden sind und vielleicht auch, ob sie männlich oder weiblich waren. Eventuell lässt sich sogar enträtseln, wie sie gelebt haben. Dies ist eine große Chance, etwas über die Menschen von Stonehenge herauszufinden. Aus Aufzeichnungen von 1935 geht hervor, dass man die Knochen in vier Leinensäcke gepackt und mit einer Gedenktafel vergraben hat. Seit gut 80 Jahren hat niemand mehr solch ein Aubrey-Loch gesehen. Es ist ziemlich beeindruckend, aber uns interessiert am meisten, was sich ganz unten befindet. Bald haben wir es geschafft. Sieh mal! Was ist das? Ist das einer? Ein kleines Knochenstück erregt ihre Aufmerksamkeit. Ja, es ist ein Knochen. Das sind noch mehr. Jede Menge. Die Leinensäcke, in denen die Knochen verpackt waren, haben sich im Laufe der Zeit zersetzt. Wir sollten den Boden ganz vorsichtig Stück für Stück auflockern. Ist das sehr unbequem? Ja, ziemlich. Wir wechseln uns einfach ab. Jeder macht so lang, wie er kann. Bis uns das Blut in den Kopf schießt und uns schwindelig wird. Das ist bereits passiert. Na endlich. Seht, was ich gefunden habe. Die Gedenktafel. Da ist sie. Lies sie uns vor. Die meisten dieser Knochen wurden in den Jahren 1921, 1922, 1923 ausgegraben und 1935 wieder vergraben. Schlauer als vorher sind wir jetzt auch nicht, oder? Ich weiß, aber schön ist es trotzdem. Endlich haben wir die Knochenschicht erreicht. Wir hatten alle gehofft, dass wir die Knochen, die die beiden Männer für die Nachwelt vergraben haben, in vernünftigen Behältern vorfinden würden. Aber eigentlich sehen wir hier nur losen Knochenbrand. So viele. Mensch, seht euch das an. Als wir die Tafel hochnahmen, bekamen wir erstmal einen Schock. Da lag ein Wirrwarr an Knochen von wer weiß wie vielen Menschen. Dank der Tafel ist keine Erde zwischen die Knochen gefallen. Als sich die Leinsäcke zersetzt haben, sind die Knochen völlig sauber geblieben. Aber im Labor müssen wir noch gewaltig puzzeln.
Ich hatte gehofft, dass es leichter wird, aber schlimmer hätte es nicht kommen können. Von den Menschen, die vor 5000 Jahren in Stonehenge gelebt haben, gibt es nur noch wenige Spuren. Was wissen wir über sie? Um 3000 vor Christus begann die Pharaonenzeit in Ägypten. Im Nahen Osten entstanden die ersten größeren Ansiedelungen. Die Hieroglyphen und das erste Vehikel mit Rädern wurden erfunden. In Europa verbreitete sich das Wissen um die Verarbeitung von Metallen. Doch es drang noch nicht bis nach Großbritannien vor. Hier ist die Steinzeit in ihrer letzten Phase, der Jungsteinzeit. Die Steinaxt lag hoch im Kurs. Mit diesem Werkzeug konnten die Menschen Wälder roden und die Balken für ihre Häuser bearbeiten. Ihre Siedlungen waren klein und weit verstreut. Bauern hielten Vieh und zogen mit ihren Herden durchs Land. Oder bauten Gerste und Weizen an. Viele denken, dass das Leben in der Jungsteinzeit grausam und kurz war. Das war aber nicht wirklich so. Die meisten Menschen waren damals wahrscheinlich ziemlich gut genährt. Sie hatten Zugang zu Nahrungsquellen, sie waren offensichtlich kultiviert und hatten ein recht gutes Leben. Ihre Steinwerkzeuge und feinen Töpferwaren haben die Zeit überdauert. Doch Objekte aus Holz, Pflanzenfasern oder Leder sind in der Erde wegen des Klimas in Großbritannien kaum zu finden. Über das tägliche Leben der Menschen, ihre Bräuche und ihren Glauben wussten wir lange Zeit fast nichts. Doch die Überreste ihrer Toten bieten neue Anhaltspunkte. Jacqueline McKinley stößt zum Ausgrabungsteam am Aubrey-Loch Nummer 7. Der Spezialistin für menschliche Überreste fallen sofort spezifische Merkmale ins Auge. Das ist ein schönes, langes Stück Fibula, wahrscheinlich der zweite oder dritte Molar. Der hintere Teil des Schädels, er stammt von einem Mann, sehr schön. Es ist ein sehr wichtiger Fund. Wir sind an einem bedeutenden Ort. Obwohl es chaotisch aussieht, können wir beim Sortieren der Skelettteile feststellen, wie viele Menschen hier begraben sind und das Alter und Geschlecht der einzelnen Personen bestimmen. Angesichts dieser Masse denke ich, dass hier mindestens 50 Personen begraben sind. Insgesamt werden der Universität in Sheffield 15 Kilo Knochenbrand übergeben. Die Studentin Christy Cox erweckt die Toten von Stonehenge Stück für Stück zum Leben. Wir haben Tausende von Knochenstücken gefunden. Das ist viel mehr, als wir zu Beginn der Ausgrabungen erwartet hätten. Das sollte hier reinpassen. Unglaublich. Dieses Stück gehört hier an die Seite, wo der Unterkiefer hochgeht. Das Kiefergelenk. Ja, wahrscheinlich war es ein älterer Mensch. Aus den Knochen lässt sich schließen, dass die Beerdigung in Stonehenge einer auserwählten Gruppe von Menschen vorbehalten war. Auf gewöhnlichen Friedhöfen würde man Menschen verschiedenen Alters und Geschlechts erwarten. Doch die meisten Knochenbrände stammen von Erwachsenen, von denen ein Großteil männlich und zwischen 25 und 40 Jahre alt gewesen sein muss. Die Knochen der Menschen dieser Besiedlung sind nur wenig abgenutzt. Es waren relativ gesunde und robuste Männer. Dass dort vor allem Männer verbrannt wurden, ist seltsam. Das bedeutet, dass diese Grabstätte bestimmten Menschen vorbehalten war. Was war an ihnen so besonders? Ich schätze, dass diese Leute einen bedeutenden Rang innehatten. Möglicherweise stammten sie aus Königsfamilien, die den Bau von Stonehenge ermöglicht haben. Es könnte darauf hindeuten, dass die Gesellschaft zu der Zeit, in der Stonehenge erbaut wurde, aristokratisch und von Männern dominiert war. Das hätten wir ohne diese Knochen nie erfahren.
Vielleicht wurde Stonehenge von einer königlichen Familie erbaut. In anderen Teilen Großbritanniens haben Familien oder Clans ebenfalls ihre eigenen Steinkreise errichtet. Fast 1000 dieser Kreise existieren noch heute. Diese kreisförmigen Holzstrukturen wurden in der Jungsteinzeit erbaut. Heute sind nur noch die Löcher der Pfähle erhalten. Doch aufgrund ihrer Größe kann man davon ausgehen, dass 4,5 Meter große und mehrere Tonnen schwere Baumstämme dort standen. Um die Stämme und Steine zu stützen, wurden riesige Löcher gegraben. Und viele der Kreise waren von einem runden Graben mit Wall umgeben, einem Erdwerk, dem sogenannten Henge. Doch wie haben es die Menschen mit ihrem damaligen technischen Wissen geschafft, solch riesige Formationen zu bauen? In der Nähe von Stonehenge schachtet Parker Pearsons Team einen prähistorischen Graben aus, der in den Kreidefelsen von Salisbury Plain geschlagen wurde. Ein altes Grabwerkzeug kommt zum Vorschein. Oh! Seht euch das an! Eine Hacke, hergestellt aus einem Rotwildgeweih. In der Jungsteinzeit hat man Geweihhacken zum Ausheben von Gräben und Gruben verwendet. Man kann sich vorstellen, dass die Menschen mit diesen Hacken große Stücke Kreidefelsen herausgebrochen und zerkleinert haben und sie dann mit Körben herausgezogen haben. Eine beschwerliche, zeitintensive Aufgabe. Als sie damit fertig waren, war die Hacke vielleicht kaputt und sie ließen sie einfach fallen. Vielleicht haben sie sie auch einfach als eine Art Gabe dort liegen lassen. Wie konnten die Menschen diese riesigen, 45 Tonnen schweren Sarsensteine von der Stelle bewegen? Und wie haben sie die Decksteine auf die torähnlichen Formationen, die Trilithen, gehoben? Aus der Sicht von Archäologe Mike Pitts spielten dabei, neben ungeheurer menschlicher Kraft, auch Mythen eine Rolle. Wir sind knapp 30 Kilometer nördlich von Stonehenge und aus diesem Gebiet stammen wahrscheinlich die großen Sarsensteine von Stonehenge. Meiner Meinung nach sah diese Landschaft in der Jungsteinzeit so ähnlich aus wie heute. Die Bäume und die Wälder gedeihen als Ausdruck des Lebens. Hier liegen Tausende von Steinen, größtenteils unter der Erde, wie Leichname. Solche Orte könnten Quellen für Aberglaube, Mythen, Angst und Gefahr gewesen sein. Womöglich sahen es die Steinmetze als heilige Aufgabe, den perfekten Sarsenstein zu finden, der die richtige Größe und Form für Stonehenge hatte. Sie haben die Steine genauestens untersucht. Es war ihre Aufgabe, Steinwerkzeuge zu fertigen. Mit Gestein kannten sie sich bestens aus. Ich glaube, ein Steinmetz hat diese Steine genauso geprüft, wie er normalerweise das Gestein für ein Werkzeug geprüft hätte. Nur, dass diese Steine um ein Vielfaches größer waren. Möglicherweise haben die Steinmetze die Sarsensteine mit Schlagsteinen im Steinbruch grob in Form gehauen. Doch wie sie die riesigen Steine bewegt und aufgerichtet haben, wissen wir nicht. Um dies herauszufinden, wagen die Forscher ein Experiment. Räder gab es im jungsteinzeitlichen Großbritannien noch nicht. Doch vielleicht haben die Menschen solch große Steine über Rollen aus Baumstämmen transportiert. Möglicherweise haben sie Schienen aus Holz gelegt und sie mit Fett geschmiert. Ein Holzschlitten mit einem Kiel hätte den Stein mittig über den Schienen gehalten. Um einen riesigen Stein senkrecht aufzustellen, musste man ihn erst einmal in ein großes Loch kippen. Decksteine könnten auf Rampen gezogen und an die richtige Stelle gehebelt worden sein. Das alles klingt plausibel. Allerdings gibt es keinen Hinweis, dass es tatsächlich so war. Doch inzwischen existiert eine neue Theorie. Während seiner Studien an der Universität von Exeter entwickelte Andrew Young eine große Leidenschaft für gravierte Steinkugeln. Ein
Einige dieser prähistorischen Objekte sind kunstvoll verziert, viele jedoch nicht. Die meisten wurden im Nordosten von Schottland entdeckt, in einem Gebiet, das für seine Steinkreise bekannt ist. Eine Erklärung für diese Artefakte gibt es nicht. Es wurde vermutet, dass diese Kugeln als Waffen, Wurfobjekte oder zum Zerstampfen von Gemüse verwendet wurden. Tätigkeiten, für die ein tragbarer Gegenstand aus Stein nützlich wäre. Doch das genügte mir nicht als Antwort auf meine Frage, wozu haben sie gedient? Young begann, Kopien zu meißeln. Dabei ist ihm etwas Seltsames aufgefallen. Viele Steinkugeln, egal ob sie verziert sind oder nicht, haben genau denselben Durchmesser. Viele haben auf den Millimeter genau dieselbe Größe. Und ich fragte mich, warum. Und plötzlich kam mir ein Geistesblitz. Wenn man sie als Räder benutzen möchte, müssen sie dieselbe Größe haben. Andrew Young hatte die Vision eines frühsteinzeitlichen Kugellagersystems. Für seine Doktorarbeit überprüft er seine Idee auf einem Bauernhof in der Nähe von Stonehenge. Eine Gruppe von Kommilitonen und Youngs Professor Bruce Bradley, ein Experte in experimenteller Archäologie, unterstützen ihn dabei. Lasst sie uns wieder zusammenschieben. Als Andy mir von seiner Theorie erzählte, war ich erstaunt. Sie ergab einen Sinn und war einleuchtend. Wieso ist da vorher niemand drauf gekommen? Aus Douglasienholz bauen sie 25 Meter lange Schienen. In beide Schienen wurden Rillen eingelassen. Die handgefertigten Granitkugeln mit einem Durchmesser von genau 75 mm passen perfekt. Zusätzlich werden Holzkugeln verwendet. Zu Zeiten von Stonehenge konnten die Menschen bereits Stein und Holz verarbeiten und hätten somit Kugeln aus beiden Materialien fertigen können. Das ist viel besser. Statt eines riesigen Steinbrockens arbeitet das Team mit 25 Tonnen Kies. Doch Andrew Young ist skeptisch. Ich mache mir Sorgen wegen der Holzsorte, die wir benutzen. In der Jungsteinzeit haben sie wahrscheinlich Eiche verwendet. Die konnten wir allerdings nicht nehmen, da sie zu teuer gewesen wäre. Es kann also sein, dass unser Holz zu weich ist. Sie bauen ein Podest, auf dem die Last ruhen soll. Am schlimmsten wäre es, wenn wir nur ein paar Tonnen laden könnten und es sich nicht bewegen ließe. Es besteht jede Menge Ungewissheit, aber genau darum geht es ja bei Experimenten. Sie beladen das Podest mit 3,3 Tonnen, was dem Gewicht eines Blausteins in Stonehenge entspricht. One, two, three, go. Keep it going. Keep it going. Oh, darn. Kurz nach Beginn stecken sie fest. Das Podest drückt auf die Schienen aus Douglasienholz. Durch das Gewicht wurden die Kugeln ins Holz gedrückt, sodass sich der Zwischenraum verringert hat. Der Abstand beträgt weniger als einen Zentimeter. Und das ist schlecht. Sobald das Podest die Schienen berührt, entsteht Reibung. Die Kugeln verlieren ihre Wirkung. Youngs Befürchtung, das Holz könnte zu weich sein, hat sich bewahrheitet. Doch das Problem lässt sich schnell beheben. Um den Druck auf das Douglasienholz zu verringern, werden Einlagen aus Holz in die Rillen platziert. Der Abstand ist fürs Erste wiederhergestellt. Sie beladen das Podest mit fast 6 Tonnen. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von 2 Blausteinen. Ob es nun klappt? Seht euch mal die Arbeitsteilung an. Wie ist es dazu gekommen? Hey Mädels, auf 3 geht's los. All right. 1, 2, 3, 4. Go! It's moving! Come on! Keep going, folks! Keep at it. Let's get on those wood balls. We're gaining speed. Whoa! Hey! Wir konnten die Blausteine bewegen. Mit etwas Schwung lief es wie geschmiert. Wir konnten kaum noch anhalten. Das Gewicht ist geringer als das der Sarsensteine in Stonehenge. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Sarsensteine problemlos bewegen können. Der größte Sarsenstein in Stonehenge wiegt um die 45 Tonnen. Das Team hat noch einen Tag Zeit herauszufinden, welches Gewicht die Schleppvorrichtung tatsächlich aushält.
Der Transport der Sarsensteine war nicht die einzige Herausforderung, vor der die Erbauer von Stonehenge standen. Sie mussten die Kolosse auch so bearbeiten, dass sie zusammenpassten. Wie meisterten sie diese Präzisionsarbeit? In unmittelbarer Nähe des Monuments hat Parker Pearsons Team kleine Sarsensteinstücke gefunden. Und zwar auf Maulwurfshügeln. Dank der Maulwurfshügel sind wir auf Sarsensteinsplitter im Boden gestoßen. Die kleinen Kerle haben sie ausgegraben. Es kommt eine erstaunliche Menge an Steinfragmenten zum Vorschein, die von der Bearbeitung der riesigen Steine stammen. Die Steinfragmente haben für tolle Überraschungen gesorgt. An dieser Stelle lagen die Steine und wurden behauen und in Form gebracht. Wir haben auf dieser winzigen Fläche 50 Schlagsteine gefunden. Das hier ist solch ein Schlagstein. Er liegt eigentlich richtig gut in der Hand. Und man sieht die Einkerbungen an der Außenkante, die durch das Schlagen gegen etwas Hartes entstanden sind. Die jungsteinzeitlichen Handwerker müssen für die Feinarbeit neben dem Stein gestanden haben. Es muss ewig gedauert haben, bis eine solch glatte Oberfläche entstanden ist. Stonehenge ist unter enormem Arbeitsaufwand entstanden. Man vergisst leicht, dass diese Menschen etwas erbauten, was bis dahin einzigartig war. Sozusagen ihr eigenes altertümliches Weltraumprogramm. Stonehenge ist ein Meisterwerk der Steinzeittechnologie. Doch welche Bedeutung hatte es für seine Erbauer? War es lediglich die Grabstätte einer königlichen Familie? Oder hatte das Monument eine tiefere Bewandtnis? Eine bewährte Theorie zur Bedeutung von Stonehenge beruht auf einer wissenschaftlichen Beobachtung aus dem 18. Jahrhundert. Den Gelehrten fiel damals auf, dass der Eingang zum Bauwerk genau auf den Punkt ausgerichtet ist, an dem die Sonne zur Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres, am Horizont aufgeht. In den 60er Jahren wurde allgemein angenommen, Stonehenge sei von vorzeitlichen Astronomen als Sternwarte zur Beobachtung von Sonne und Mond verwendet worden. Für einige Astronomen war diese Erklärung sogar so einleuchtend, dass sie das Rätsel um Stonehenge für gelöst erklärten. Eines steht fest, Stonehenge war kein astronomisches Instrument. Cliff Ruggles ist Autor eines Buches über vorzeitliche Astronomie. Der Archäologe und Astronom hat seine eigenen Untersuchungen zu Stonehenge durchgeführt. Alle denken, dass es sich um eine Art vorzeitliche Sternwarte handelt, die zahlreiche Ausrichtungen hatte. Wir Archäologen glauben nur an die Existenz einer Ausrichtung, und zwar dieser Hauptachse, die man hier sieht. Die Achse läuft direkt durch die Mitte von Stonehenge und entlang seiner Avenue. In diese Richtung weist sie zur Sommersonnenwende, um den 21. Juni, in Richtung Sonnenaufgang. An den Tagen um die Sommersonnenwende sah man zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs einen Lichtstrahl, der genau hier durchschien. Es hatte eine sehr spektakuläre Wirkung. Aber wenn die Achse beim Mittsommersonnenaufgang in diese Richtung zeigt, gibt es auch noch eine zweite Richtung. Man braucht etwas Vorstellungskraft. Hier haben wir zwei große Trilithen. Da vorne steht noch einer. Und in diese Richtung weist die Achse auf den Sonnenuntergang am kürzesten Tag des Jahres, der Wintersonnenwende. Das heißt, die Sonne senkt sich und geht auf dieser Seite der Achse unter. Diese erstaunliche Konstruktion gibt uns Einblicke in die Denkweise und die Bräuche der Menschen. Stonehenge ist nicht der einzige Ort mit einer astronomischen Ausrichtung. Viele vorzeitliche Völker in der ganzen Welt haben Bauwerke mit integrierten Ausrichtungen zu Sonne, Mond und Sternen. Das zeigt wohl, dass der Mensch eine Verbindung zwischen der Sonne und den Jahreszeiten sieht und daran glaubt, dass er durch die richtigen Rituale zum richtigen Zeitpunkt im Einklang mit dem Kosmos bleibt. Die Ausrichtung in Stonehenge lässt darauf schließen, dass die Sonnenwenden für die Erbauer von enormer Bedeutung waren. Mike Parker Pearson hat Beweise gefunden, die diese Annahme stützen.
Dabei hatte er ursprünglich gar nicht vorgehabt, Stonehenge zu erforschen. Ich habe nie geglaubt, dass ich hier einmal arbeiten würde. Ich hatte viele andere interessante Projekte vor, und dass es zur Realisierung dieses kam, beruht auf einer Reihe von Zufällen. Er verbrachte mehrere Jahre in Madagaskar mit der Erforschung traditioneller Bestattungsbräuche. Dort erbauen die Menschen Steinmonumente für ihre Toten. Sie glauben, Stein gehöre zum Reich ihrer Vorfahren. Zum Reich der Lebenden hingegen gehören ihrer Ansicht nach vergängliche Materialien, wie Holz. 1998 kam Mike Parker Pearson mit einem Archäologen aus Madagaskar nach Stonehenge. Als mein Kollege Ramili Sonina all das hier an einem kalten Morgen im Februar sah, kam er zu einer Erkenntnis, die einschlug wie eine Bombe. Seine Sichtweise hat die Auffassung der Archäologen von Grund auf verändert und zu einem riesigen neuen Forschungsprogramm geführt. Ich glaube, dass es sich um einen Treffpunkt handelt, an dem Menschen Verbindung mit ihren Vorfahren aufnahmen. Ich bin der vollen Überzeugung, dass die Steine etwas mit den Vorfahren zu tun haben. In dem Moment ging mir ein Licht auf und ich übernahm seine Theorie, dass die Steine mit den Vorfahren, den Toten in Verbindung standen und die Holzkonstruktionen mit den Lebenden. Und ich begann mir mehr Gedanken darüber zu machen, was es mit der Umgebung von Stonehenge auf sich hatte. Mike Parker Pearson wusste, dass es in Stonehenge unzählige eingeäscherte Überreste gibt. Fast 60 wurden im 20. Jahrhundert ausgehoben. Etwa 200 weitere befinden sich in unberührten Bereichen des Bauwerks. Wenn Stonehenge also das Reich der Toten darstellt, wo war dann das Reich der Lebenden? Etwa 2 Kilometer von Stonehenge entfernt liegt das gewaltige Henge-Monument von Durrington Walls. Als in den 60er Jahren eine Straße durch dieses Henge gebaut wurde, entdeckten Archäologen die Pfostenlöcher einer kreisförmigen Holzstruktur, die im Umfang fast identisch mit Stonehenge war. Wenn Durrington Walls das Reich der Lebenden darstellt und Stonehenge das Reich der Toten, dann war die physische Verbindung zwischen den beiden möglicherweise der Fluss Avon. Von Mythen aus aller Welt wissen wir, dass für die Reise aus der Welt der Lebenden in das Reich der Toten Wasser eine wichtige Rolle spielt. Eine clevere Theorie, allerdings ohne Beweiskraft. Bis zu dem Tag, als in Durrington Walls die Ausgrabungen beginnen. Ich wollte in Durrington Walls 2 Dinge herausfinden. Erstens, ob es dort eine Trasse gibt, die es mit dem Fluss verbindet, genau wie Stonehenge durch seine berühmte Avenue mit dem Avon verbunden ist. Zweitens, ob es dort Spuren einer Siedlung gibt, einer Verbindung mit den Lebenden. Tatsächlich legt das Team eine Trasse frei, knapp 10 Meter breit, die geradlinig von Durrington Walls zum Fluss Avon führt. Außerdem entdecken die Forscher hinreichende Beweise für eine Siedlung. Wir sind auf das Fundament eines Hauses gestoßen. Es ist nur 4 mal 4 Meter groß. An allen Seiten sind Pfostenlöcher. Es war also eine Holzkonstruktion mit Kalkputz. Es ist das erste Mal, dass in England ein Fundament eines neolithischen Hauses gefunden wurde. Wir stehen hier exakt auf dem Boden, auf dem Menschen vor 4.500 Jahren gestanden haben. Zum Vorschein kommen die Fundamente von 8 weiteren Häusern. Sie wurden um 2500 vor Christus gebaut, zur selben Zeit, als die Sarsensteine in Stonehenge errichtet wurden. Vermutlich gab es in Durrington Walls hunderte von Behausungen rund um die Holzstruktur. In der gesamten Umgebung könnten einst zahlreiche Häuser gestanden haben, die vielleicht mit einem offenen zentralen Platz das damals größte Dorf Nordeuropas bildeten. Doch der Ort war nicht das ganze Jahr über bewohnt. Die Menschen kamen zu besonderen Anlässen hierher.
Zwischen den Häusern entdeckt das Team riesige Mengen an Schweine- und Rinderknochen. Viele der Knochen waren noch miteinander verbunden. Das heißt, sie müssen zusammen mit ihren Weichteilen weggeworfen worden sein. Das deutet darauf hin, dass dieses Volk Gelage veranstaltet hat. Die astronomische Ausrichtung von Durrington Walls lässt auf den Zeitpunkt dieser Feste schließen. Am Morgen der Wintersonnenwende zeigte die Mittelachse des Holzkreises auf den Sonnenaufgang. Und am Abend fasste sie die untergehende Sonne ein. 6 Monate später passiert das Ganze in umgekehrter Richtung. Zur Sommersonnenwende waren Stonehenge und seine Avenue zur aufgehenden Sonne ausgerichtet, während die Trasse von Durrington Walls auf den Sonnenuntergang zeigte. Die beiden Monumente waren zur Sommer- und Wintersonnenwende miteinander verbunden. An diesen besonderen Tagen sind die Menschen möglicherweise scharenweise am Fluss entlang gepilgert. Zwischen dem Reich der Lebenden in Durrington Walls und dem Reich der Toten in Stonehenge. Vielleicht haben manche als Zeichen der Verehrung die Asche ihrer Verstorbenen ins heilige Wasser gestreut. Es ist denkbar, dass in Stonehenge während dieser Festivitäten königliche Bestattungen durchgeführt wurden. Es ist vielleicht der Gedanke eines nie endenden Kreislaufs, der durch dieses Hin- und Herreisen zwischen den Lebenden und den Toten nachempfunden wird und der es der Gesellschaft ermöglicht, weiter zu existieren. Mike Parker Pearson hat einen uralten Glauben wiederentdeckt, der die Landschaft um Stonehenge geprägt hat. Doch eine Frage ist noch offen. Die nach dem Standort des Bauwerks. Warum wurde Stonehenge an einem so unspektakulären Ort errichtet und nicht auf einem Bergkamm oder Hügel? Die Antwort liegt möglicherweise verborgen unter der Oberfläche der Stonehenge Avenue, dem breiten Prozessionsweg, der zum Fluss Avon führt. Diese Trasse wird geoelektrisch kartiert, indem eine niedrige Strommenge in den Boden geleitet und der Widerstand gemessen wird. Mit dieser Technik können Strukturen unter der Erdoberfläche erfasst werden. Unter der Avenue werden so auf einem etwa 200 Meter langen Abschnitt rätselhafte Rillen entdeckt. Mike Parker Pearson ist überzeugt, dass es sich bei diesen Rillen um die Überbleibsel einer künstlichen Struktur handelt, die älter als die Avenue ist. Sein Team hat zur näheren Untersuchung einen kleinen Ausgrabungsschnitt geöffnet. Ich war überzeugt, dass wir Nachweise für Rinnen mit vertikalen Holzpfählen finden würden. Und ich war bitter enttäuscht, als sich herausstellte, dass sie ganz natürlich waren. Bodenexperten analysieren, dass diese Rillen zwischen zwei natürlichen Erdwellen in der Landschaft entstanden sind. Während der letzten Eiszeit floss Regen und Schmelzwasser zwischen den Wellen und durch den alljährlichen Zyklus von Frost und Schneeschmelze entstanden mit der Zeit lange tiefe Rillen im Boden. Das Außergewöhnliche an diesen Rillen ist, dass sie nach den Sonnenwenden ausgerichtet sind. Zur Wintersonnenwende zeigten sie direkt auf den Punkt, an dem die untergehende Sonne den Horizont berührt. Da sind diese natürlichen Furchen in der Landschaft, die zufällig genau in die Richtung zeigen, wo die Sonne in der Mittwinternacht untergeht. Für uns ist das ein Streich der Natur, aber man stelle sich vor, welchen Eindruck es auf die Menschen damals gehabt haben muss. Sicher hat es die Gegend zu einem sehr beeindruckenden und heiligen Ort gemacht. Und für mich ist das ein sehr plausibler Grund dafür, dass Stonehenge hier errichtet wurde. Die Menschen der Vorzeit erbauten Stonehenge direkt dort, wo die Rillen aufhören. Später haben sie die natürlichen Wälle durch breite Dämme verstärkt und die Avenue bis zum Fluss Avon erweitert. So nahm man es jedenfalls an.
Bisher war die Stelle, an der die Avenue vermutlich in den Fluss mündete, noch nie näher in Augenschein genommen worden. Mike Parker Pearson nimmt mit seinem Team das Flussufer unter die Lupe. Wir sind hergekommen, um das Ende der Stonehenge Avenue zu finden. Und wir haben erwartet, einfach auf zwei Dämme und zwei Gräben zu stoßen. Tatsächlich haben wir etwas ganz anderes gefunden. Wir haben hier einen Graben, der in einem Halbkreis verläuft und wahrscheinlich einen kompletten Kreis gebildet hat. Es könnte die Abgrenzung eines heiligen Ortes sein. Und vielleicht hat hier sogar einmal ein Menhir gestanden. Vielleicht gibt es hier besondere Dinge am Flussufer, zu denen die Avenue geführt hat. Weitere Ausgrabungen werden nötig sein, um das Rätsel zu lösen. Unweit von den Ausgrabungen am Fluss sind Andrew Young und sein Team immer noch dabei, das Transportsystem für Steinkolosse zu testen. Sie nehmen eine Ladung in Angriff, die einem Sarsenstein von Stonehenge entspricht. Deren Gewicht beträgt zwischen 7 und über 40 Tonnen. Das Team beginnt mit einer Ladung von 8,3 Tonnen. Sie geben alles. Nope. Not going. We didn't even budget. Wir müssen den Trägheitsmoment überwinden und anscheinend reichen 10 Leute dazu nicht aus. Manchen Annahmen zufolge sollen beim Transport eines Steinkolosses Hunderte von Menschen beteiligt gewesen sein. Young hingegen glaubt, die schwere Last sei von Ochsen gezogen worden. Fürs Erste bedient er sich eines Traktors. Mit einem Messgerät wird ermittelt, wie viel Kraft zum Bewegen dieser Ladung nötig ist. Es bewegt sich, weiter so. Keep it going. Etwas schneller. Mal sehen, was das Messgerät sagt. Knapp über 1,2. Sehr gut. Ein Dutzend Ochsen, meint Young, hätte die Last mit Leichtigkeit gezogen. Was ist denn da passiert? Die Schiene löst sich auf. Die Zwischenstücke brechen. Das Holz ist zu weich. Doch Young will noch einen letzten Versuch durchführen. Wir könnten die zwei obersten Ladungen herunternehmen, die andere Plattform aufbauen und das Gewicht neu verteilen. Klingt nach einem Plan. Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Freut mich auch. Stonehenge-Experte Mike Pitts will sich den Versuch genauer anschauen. Ich beobachte Ihre Arbeit schon seit Jahren und bin immer wieder beeindruckt. Vielen Dank. Und danke auch für den Regen, das ist nett. Bruce Bradley erläutert Mike Pitts sein Vorhaben, während das Team eine zweite Plattform aufbaut. Angenommen, es wäre so gemacht worden, dann bräuchte man eine sehr glatte Fläche, in etwa wie eine Straße. Genau. Man braucht quasi eine speziell angelegte Trasse. Eine verhältnismäßig anspruchsvolle Lösung. Aber ich glaube nicht, dass die Landschaft in der Jungsteinzeit, als diese Steine transportiert wurden, eben und glatt gewesen ist. Da müssen alle möglichen Hindernisse wie Sümpfe, Bäume und Steine im Weg gewesen sein. Und dazu die steilen Hügel, die es zu überqueren galt. Aber diese Probleme gab es bei allen Transporten, nicht nur bei diesem hier. Das stimmt. Die Schleppvorrichtung ist bereit für einen letzten Durchlauf. Die Last beträgt beinahe 13 Tonnen. Mehr als die kleineren Sarsensteine in Stonehenge wiegen und etwa ein Drittel des Gewichts des größten Steins. Und los geht's! Keep it going! Keep it going! Keep it going! Uh-oh. Stop! Was ist los? Es hat sich abgesenkt. Ich weiß nur nicht wo. Das Holz hat sich gebogen. Ja, aber es hat funktioniert. Ich für meinen Teil bin zufrieden damit. Packen wir ein, damit wir nicht alle zu Eiszapfen erstarren. Als die Wolkendecke aufreißt, rekapituliert das Team den Versuch. Ich bin sehr skeptisch. Ich halte es für zu anspruchsvoll, um die Steine von Stonehenge zu bewegen. Je komplexer ein System ist, desto problemanfälliger ist es.
Wir glauben oft, dass Menschen in Kulturen, die nach unserer Auffassung einfach waren, über kein Wissen verfügten, weil es nicht überliefert ist. Aber sie hatten technisches Wissen. Ich freue mich, dass meine Idee anscheinend im großen Maßstab funktioniert. Bis man es versucht hat, weiß man ja nie, was dabei rauskommt. Die Erbauer von Stonehenge verwandten Techniken, die sich bisher kein Forscher erklären konnte. Die Denkweise und das Wissen der Menschen aus der Jungsteinzeit bleiben uns leider verborgen. In der Zwischenzeit haben Mike Parker Pearson und sein Team am Fluss ihre Gräben ausgeweitet und ein weiteres Stück der geheimnisvollen runden Struktur freigelegt. Sie erweist sich als Graben und erodierter Erdwall eines Henge-Monuments. Ben, hier ist ein riesiges dreieckiges Loch im Stein. Im Inneren machen sie eine spektakuläre Entdeckung. Ein Ring von großen Löchern. Im Laserscan lassen Form und Größe der Löcher vermuten, dass darin eben solche Blausteine verankert waren, wie sie heute in Stonehenge zu finden sind. Dieser Ort wurde speziell zur Errichtung eines Steinkreises ausgewählt. Um dieses Unterfangen mit Geweihhacken bewältigen zu können, mussten sie einen Lochkreis graben. Und in dem Loch vor mir haben sie eine Art Nest aus Flintknollen angelegt, um den darauf sitzenden Stein zu stützen. Diese Steine bildeten ein Mini-Stonehenge ohne Decksteine. Sie standen sehr nah beieinander und ragten teils bis zu 3 Meter in die Höhe. Der Kreis bestand wahrscheinlich aus 25 Steinen. Das Team tauft ihn Blue Stonehenge, Blausteinhenge. Wann wurde er errichtet? Wann wurde er zerlegt? Was ist mit den Steinen passiert? Langsam finden wir Antworten auf diese Fragen. Pfeilspitzen, die in den Steinlöchern gefunden wurden, geben Grund zur Annahme, dass Blue Stonehenge um 3000 vor Christus errichtet wurde. Zur selben Zeit, als Stonehenge zunächst als Ring aus 56 Blausteinen entstand. Möglicherweise waren beide Monumente von Anfang an miteinander verbunden. Es kann sein, dass sie beide als getrennte Steinkreise errichtet wurden. Einer am Fluss, der andere an der speziellen Sonnenwendenposition von Stonehenge und somit zwei Enden eines Prozessionswegs darstellten. Doch was ist mit den Blausteinen am Fluss passiert? Mike Parker Pearson ist davon überzeugt, dass sie nach Stonehenge gebracht wurden. Dies geschah wahrscheinlich um 2500 vor Christus, als die riesigen Sarsensteine im Inneren des Monuments errichtet wurden. Die Blausteine spielten jedoch immer noch eine wichtige Rolle. Sie wurden aus den Aubrey-Löchern und vom Flussufer entfernt und in das Innere des Sarsensteinkreises gebracht, wo sie möglicherweise als heilige Objekte verehrt wurden. Welche Bedeutung hatten die Blausteine für die Menschen, die Stonehenge errichtet und umgestaltet haben? Warum wurden Dutzende von diesen Felsformationen aus dem über 240 Kilometer entfernten Wales hierher transportiert? Etwa 1000 Jahre vor der Errichtung von Stonehenge haben sich die ersten Bauern Britanniens in Wales angesiedelt. Mike Parker Pearson glaubt, dass deren Nachfahren bei der Besiedelung der Salisbury-Ebene die Blausteine mitgebracht haben. Wenn man einen Stein ablegt, verankert man seine Identität, seine Herkunft im Boden. Man sagt, ja, wir haben einmal dort gelebt, aber jetzt ist das hier unser Land. Und diese Steine sind ein Symbol dafür, dass schon unsere Vorfahren hier gelebt haben. Was wir hier sehen, ist die Verlagerung von Ahnen und Herkunft in Form von Steinen. Sie strahlen ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit aus. Um
Um 2500 vor Christus erschufen die Menschen in Stonehenge ein einzigartiges Bauwerk. Ein Symbol für eine der größten Errungenschaften der Steinzeit. Stonehenge war eines der letzten großen Monumente, die im Süden Britanniens gebaut wurden. Es steht eher für das Ende einer Ära als für den Beginn einer großen, mächtigen Zivilisation. Als Stonehenge seinen Höhepunkt erreichte, hielten neue Materialien Einzug auf den britischen Inseln. Kupfer, Gold und später auch Bronze. Das Leben der Menschen, das durch die Bearbeitung von Stein und Holz geprägt war, veränderte sich durch die Metalle grundlegend. Ein neues, verändertes Bewusstsein für persönlichen Status und Wohlstand machte sich breit. Von nun an wurden die Toten zusammen mit ihren Reichtümern in einzelnen Hügelgräbern beigesetzt. Hunderte sind in der Landschaft um Stonehenge zu finden. Das Zeitalter der monumentalen, gemeinschaftlich errichteten Bauten ging zu Ende. Stonehenge, als Symbol der Ewigkeit, hat die Jahrtausende überdauert. Doch die Menschen haben im Laufe der Zeit den mächtigen Steinkreis verlassen. Eine neue Zeit, neue Technologien brachten eine neue Lebensweise mit sich und lösten vorangegangene Strukturen auf. Eine Geschichte so alt wie die Hügel von Salisbury. Gleich verzaubert uns eine noch viel ältere Geschichte. Ein Felsenfries in Südwestfrankreich. Zeugnis der prähistorischen Kunst der Magdalenier.